Was soll ich sagen? Was ist hier um? Einen wunderschönen guten Morgen. Die Kamera lag wie immer hier oben, deswegen fange ich heute vom Schreibtisch aus an. Bin jetzt schon bei meiner Morgenroutine. Ja, gestern war wieder ein ereignisreicher Tag, nur wir haben leider nicht so viel mitgefilmt. Wir haben geputzt, waren beim Opa, haben Karten gespielt, waren dann in Speyer, haben eine Eislieferung quasi getätigt. Und ja, heute haben wir auch wieder einen vollgepackten Tag vor uns. Und zwar, erstmal um 12 wird gekocht für den Opa. Es gibt die veganen Köttbullar aus dem Ikea. Der Dommer wollte die ja unbedingt probieren. Aber ich mache auf jeden Fall noch den schnellen Eisbergsalat dazu, weil das ist mein Lieblingssalat. Und also kalorisch geht es mit den Köttbullar. Aber ich weiß auch nicht, ob mir das so wirklich schmeckt. Also mir schmecken generell Köttbullar nicht so gut. Also we will see. Dann haben wir Online-Seminar, heute von 14 bis 18 Uhr mit grandiosen Sprechern. Da freue ich mich schon mega, mega mäßig drauf. Und ja, dann geht's wieder zum Opa. Und dann schauen wir mal, was der Abend so bringt. Ja, in diesem Sinne, ich muss Gas geben. Es fröstelt, weiß nicht, ob man es sieht. Frost an der Scheibe, aber die Sonne scheint und der Frühling klopft an die Tür. Juhu! Der Hund. Nix mehr normalize. Immer viel taram taram mit diesem Kerl. Geh mir die Bächlein macht. Der Dampfkessel. Good morning, boys and girls. Another day, another dollar. Einen wundervollen Sonntagmorgen. Ich hoffe, ihr hattet alle eine entspannte Samstagnacht. Wir sind hier unterwegs mit kleinen Harrison. Was macht er denn wieder? Ja, tut er schon Schiede. Ja. Also, wir sind jetzt hier unterwegs, zählen die ersten Schritte, dann wird gekocht und dann geht es auch schon richtig rein ins Online-Seminar heute. Ab 14 Uhr. Genau, Arop, bis gleich, bis später, bis sofort. Harrison. Hey. Miau. Miau. Ja. Zum Mitfilmen gekommen. Also, das hier ist der Eisbacksalat für Eilige. Wie immer. Und heute gibt es, also ich habe ja gesagt, Mama wollte diese Plant-Based Köttbullar probieren. Die gibt es. Dann hier so eine schwedische Rahmsoße für den Opa dazu. Und hier, das wird Kartoffelpüree. Also wir beschränken uns dann auf die Köttbullar, bisschen Püree, den Salat. Immer wieder weitermachen. Diszipliniert weitermachen. Sagen möchte ist... Gerade jetzt seid ihr zur richtigen Zeit. Bei den Besten der Besten. Also ihr seid hier definitiv sehr gut aufgehoben. Vielen Dank, liebe Dominik. Vielen Dank, lieber Rolf, für die Einladung. Es hat mich natürlich sehr gefreut. Und natürlich gebe ich auch gerne meine Erfahrung, meine Experience in den letzten 22 Jahren euch mit auf dem Weg. So, Kinas, sonntags, Putztag, warum auch immer. Ich bin jetzt fertig mit dem Putzen. Eigentlich nur noch saugen und wischen. Und ja, dann sind wir hier durch. Und dann gehe ich auch rucki zucki nochmal hoch ins Seminar, was gerade noch läuft. Ansonsten, ja, wieder alles schick. Und so kann man auch wieder schön in die neue Woche starten, wenn alles clean ist, aufgeräumt ist. Ist das die Uni? Ja. Clever boy, clever boy. Hm? Ja, was ist, was riechst du da? Hm? Leckerli. Was riechst du da? Hm? Ja. Hm? Was riechst du da? Hm? Ah, nee, komm. Hm? Ah, nee, komm. Was soll ich sagen? Wir haben kein Material mehr. Heute kaum was mitgefilmt. Gefühlt waren wir eh den ganzen Tag, oder vielmehr auch die Jenny den ganzen Tag im Seminar drin. Ich habe die Bude ein bisschen geputzt, weiter geputzt. Beim Großvater.
Ja, also typischer Sonntag. Sonntag geht zu Ende. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche. Kommt mir gut rein. Liken, kommentieren, abonnieren. Kommentieren habe ich schon gesagt, genau. Die Glocke aktivieren, teilt das Ganze. Abos, Abos, Abos müssen hier reinschallern. Bleibt mir gesund, bleibt mir stabil. Bis morgen. Und so wie es aussieht, ist morgen habe ich meinen letzten Tag aus der Challenge. Dann, also quasi übermorgen, kommt dann der letzte Daily Vlog. Also kann ich mir das eigentlich schon vorstellen oder kann ich mir das vorstellen, überhaupt jetzt nicht mehr jeden Tag mitzufilmen. Auf jeden Fall bleibt Content nach wie vor bestehen. Allein durch die Podcasts, durch die Daily, durch die Weekly Vlogs, die wir hochladen möchten, durch separate Themen, die wir hier noch haben. Und ja, also wie dem auch sei, wieder viel zu viel gelabert. Bleibt mir gesund, bleibt mir stabil. Bis morgen.